Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Ich habe heute nicht umsonst ein gelbes T-Shirt an, denn ich teste für euch heute den Bananen-Cookie bzw. die Bananen-Cookies von Koppenrad. Und das ist tatsächlich ein Zuschauerwunsch. Ihr habt euch gewünscht, dass ich mal diese Kakaokekse mit Banane teste. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie die schmecken. Ich habe natürlich hinten drauf geguckt, was mich erwartet. Das ist ein Kakaokeks mit Banane. Und jetzt kommt die große Überraschung, ihr Lieben, mit weißen Schokoladenstückchen. Ob das die weißen Schokoladenstückchen sind oder ob das einfach getrocknete Bananenstückchen sind, das erfahren wir jetzt. Ich finde das ja ziemlich cool. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht doch irgendwas mit, dass es so Schoko-Chunks drin sind. Anstatt getrocknete Banane, so sieht der, boah, der riecht aber echt krass bananig von beiden Seiten. Ich hätte gedacht, das sieht man noch ein bisschen besser hier bei den Keksen, aber doch, hier habe ich einen. Ich muss ein bisschen hier rumfummeln. Hier sieht man die weißen Dinger und das sind weiße Schokoladenstückchen. Jetzt probiere ich den einfach mal. Keks ist schön knusprig, der ist nicht labbrig, der ist fest. Mit einem ganz leichten Bananenaroma. Zum Glück nicht zu intensiv. Gerade mit Bananenaroma sollte man das nicht übertreiben. Da finde ich das immer ganz, ganz schrecklich, aber das ist dezent. Und mit dem weißen Schokostückchen auch ganz lecker gemacht und gedacht. Ich hätte mir von dem Kakaokeks vielleicht noch ein kräftigeres Kakaoaroma gewünscht. Die sehen so dunkel aus, als man denkt, die schmecken jetzt so richtig intensiv nach Schokokekse. Aber würde ich die blind essen, würde ich nicht auf die Idee kommen, dass das so ein Kakaokeks ist. Da würde ich sagen, es schmeckt wie ein ganz normaler Mürbekeks so ein bisschen. Aber schon ganz lecker, ist nicht zu trocken. Und dann hat ein schönes, keksiges Bröselverhalten. Aber es ist noch nichts Besonderes. Man hat hier wirklich so eine Art Mürbekeks mit einem leichten Bananenaroma. Ich finde es nicht schlecht, aber ich hätte es mir ein bisschen anders vorgestellt. Auf einer Skala von 1 bis 7 gibt es für den Keks, der durchaus lecker ist. Was gebe ich dem denn jetzt? Überleg. Ich glaube, Bananenfreunde hätten hier trockene Bananenstückchen erwartet. Deswegen bin ich mal ein bisschen strenger, ihr Lieben. Ich sage jetzt mal, 6 Punkte gibt es dafür. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die fandet, ob ihr die schon mal probiert habt. Das Bananenaroma ist wirklich nett und dezent, aber irgendwie hätte man doch mehr erwartet. Mehr Schokolade und vielleicht auch so Bananen, getrocknete Stückchen. Deswegen, ich bin gespannt auf eure Meinung. Von mir gibt es 6 Punkte. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video wieder. 6 von 10 Punkten, ihr Lieben. Tschüss!